Hallo Fabio, was geht? Was geht ab, Alter? Um was geht das Video heute? Heute geht es um Mikrolage, und zwar Mikrolage heißt, wie ist die Lage innerhalb einer Stadt, und da gibt es ja verschiedene Sachen, auf die man achten muss, wenn man eine Immobilie kauft. Manche Sachen sind halt positiv für die eine Zielgruppe und wiederum negativ für die andere und andersrum genauso. Und da checken wir jetzt mal ein paar Locations ab, also Beispiel-Locations, und schauen mal. Okay, und wohin fahren wir als erstes? Ich überlege gerade noch, wo wir anfangen. Jetzt sind wir hier auf einem Supermarktparkplatz. Supermärkte sind auch immer ein gutes Indiz dafür, wie groß die Stadt ist. Und bei uns in Süddeutschland sagt man halt Kaff zu einer Stadt, die halt richtig, richtig klein ist. Und so ein Kaff hat oft keinen Supermarkt. Und dafür sind halt die Preise ein bisschen günstiger im Kaff. Aber hier in Süddeutschland gibt es ab und zu halt starke Wirtschaftsregionen, wo eh jeder ein Auto hat. Und da ist es gar nicht so schlimm, wenn man in einer kleinen Stadt was kauft, wo jetzt zum Beispiel kein Supermarkt ist, solange er halt schnell erreichbar ist. Es gibt natürlich auch Städte, wo man echt lang braucht. Aber wir gucken halt schon immer, ja, Supermarktnähe soll schon gegeben sein. Ich lege immer Wert darauf, dass die Stadt, in der wir was kaufen, nicht irgendwie so komplett ab vom Schuss ist. Wenn die Wirtschaftsregion relativ stark ist, die Nachfrage hoch an Wohnungen, dann ist es eigentlich so ein Supermarkt direkt neben der Haustür nicht zwingend erforderlich, sage ich mal. Es ist nice to have und man kann es halt erwähnen bei der Besichtigung, bei der Vermietung zum Beispiel, aber es ist nicht unbedingt zwingend erforderlich. Man kann natürlich auch, wenn die Wirtschaftsregion stark ist, ein bisschen rausgehen und dann kriegt man auch einen Mieter. Aber man darf nie vergessen, die Wirtschaft boomt aktuell. Wenn es mal scheiße läuft, muss man halt gucken, dass man halt, wenn es ein bisschen schlechter läuft mit der Wirtschaft, da vielleicht noch einen Mieter findet, weil das sind die Wohnungen, die halt auch als erstes dann leer werden. Thema Supermarkt in Großstädten ist eigentlich kein Problem. Supermärkte gibt es eigentlich überall. Aber auf ländlichen Regionen sagt es halt aus, wie groß ist die Stadt. Ist es eine große Stadt oder eine kleine? Wenn man sich nicht so gut auskennt, kann ein Supermarkt eine Aussage dafür treffen. Jetzt gucken wir mal, was gibt es noch für Locations und Sachen. Jetzt fahren wir mal noch zu einer weiteren Location und sagen da ein paar Sachen dazu. Zweite Location, wir sind jetzt hier an dem Bahnhof. Das ist auch natürlich wichtig für die Mikrolage, wenn man kein Auto hat. Also Zielgruppenfrage wieder, wenn der Mieter ein Auto hat, scheiße auf dem Bahnhof, auf Deutsch. Und ja, wenn er halt kein Auto hat dann und vielleicht fliegt viel oder so, kann ein Bahnhof wichtig sein. Dieser Bahnhof hier bringt Leute zum Frankfurter Flughafen innerhalb von 1:20 Stunden, schon lang. Mit dem Auto braucht man 1 Stunde etwa, deswegen man muss immer so gucken, wie wichtig ein Bahnhof ist. Also hier bei uns in der Region ist jetzt ein Zug nicht so wichtig wie jetzt zum Beispiel in Berlin oder so, da haben Leute oft gar kein Auto. Deswegen kann schon eine S-Bahn-Nähe schon relevant sein für eine gute Immobilie. Neulich bin ich zum Beispiel mit dem ICE nach Hamburg gefahren. Von Hamburg mit dem ICE nach Berlin und von Berlin geflogen nach Frankfurt und mit dem Zug wieder zurück. So. Und der Zug hatte 2,5 Stunden Verspätung, der Flieger 3 Stunden Verspätung. Und im Endeffekt wäre alles schneller gewesen mit dem Auto. Also wenn ich nach Hamburg gefahren wäre mit dem Auto, wenn ich von Hamburg nach Berlin gefahren wäre mit dem Auto und von Berlin zurück hierher mit dem Auto, wäre einfach komplett schnellster Weg gewesen. Und das sagt wieder aus, Deutschland ist einfach ein Autoland und gerade Reisen innerhalb von Deutschland entweder mit dem Auto oder mit dem Privatjet. Bahnhof ist halt wichtig, zum Beispiel für internationale Geschäftsmänner, die halt schnell mal zum Flughafen müssen und irgendwie nicht am Flughafen parken wollen. Das ist wieder eine Zielgruppenfrage. Manche brauchen einen Bahnhof, manche nicht. Wenn die wirtschaftliche Region stark ist, gibt es Leute, die wollen es, andere wollen es nicht. Also besser einen zu haben als nicht. So, jetzt nächstes Thema. Wie ist denn das Stadtleben überhaupt? So, wir sind jetzt hier in einer schönen Altstadt. Hier gibt es relativ viel geile Cafés und zum Chillen am Wochenende mega. Deswegen kann man da auch drauf schauen, dass man irgendwie so eine Stadtnähe hat oder irgendwas, wo man vielleicht hinlaufen kann. Wenn man hinlaufen kann, ist es wiederum mehr wert, wie wenn man erst fahren muss und einen Parkplatz suchen muss. Deshalb hier so Town Life, auch ein wichtiger Punkt. City Life. City Life. Hier ist halt das Thema wiederum, wenn man hier direkt zum Beispiel eine Wohnung da oben haben will. Ja. Und man ist in einer ländlichen Region. Wo parkt man hier? Also sicherlich kein Parkplatz direkt am Haus, vielleicht, wenn man Glück hat. Wenn keiner da ist, dann ist das wieder ein Problem. In der Großstadt ist es kein Problem, weil die meisten Leute eh kein Auto haben. Aber hier in der Fahrzeugregion, wo man viel fährt, braucht man einen Parkplatz irgendwo. Und wenn man laufen muss, ist halt doof.
In der Regel ist es auch so, also im Mittelwert sind die Wohnungen, umso zentraler die Lage ist, desto teurer der Preis, aber die Miete geht halt nicht so hoch wie der Preis. Das ist auch noch ein Punkt. Dafür ist die Vermietbarkeit halt viel besser wie jetzt in der Randlage. In der wirtschaftlich starken Phase kein Problem, auch in der Randlage was zu vermieten, aber kann halt mal problematisch werden. Deswegen ist der Preis höher, weil die Sicherheit mehr gewährleistet wird. Was ist mit der Rendite? Rendite ist halt meistens schlechter innerhalb von der Stadt. Umso näher du ins Zentrum kommst, desto niedriger ist die Durchschnittsrendite. Klar kann man mal einen guten Deal schießen, aber die Regel ist es nicht. In der Regel, ja. Also kurz zusammengefasst, Mikrolage von der Innenstadt. Hier zum Beispiel in der ländlichen Region kann es geil sein, hier zu wohnen, aber problematisch zu parken. In der Großstadt gibt es das Parkplatzproblem nicht, weil die meisten Leute die öffentlichen nutzen. So, next stop, COA, Chill Out Area. Und zwar gibt es in der Nähe von der Immobilie irgendwie einen Park oder irgendwie so eine chillige Gegend wie hier, wo man mal kurz spazieren gehen kann, wenn man möchte, ohne hinzufahren. Natürlich ist es Mehrwert, wenn es direkt nebendran ist. Wenn man irgendwie dann noch nicht mit der S-Bahn, mit der U-Bahn, mit dem Auto hinfahren muss, ist natürlich nicht so geil. Daher laufe ich mal kurz um den Block bei der Immobilie, die du besichtigst, wenn du sowas hier siehst in der Nähe. Das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt, ein dicker Pluspunkt für sehr viele Leute. So, jetzt sind wir hier bei einem Sportplatz. So ein Sportplatz in der Stadt direkt ist natürlich auch ein Vorteil. Gerade zum Beispiel bei einer größeren Immobilie, wo irgendwie vielleicht eine Familie einzieht. Die Kinder wollen zum Training, zum Sport, und wenn man dann in einem Dorf ist, in einem Kaff, dann müssen die Eltern die Kinder zum Training fahren. So, hier in der guten Lage, in einer besseren Stadt, wo direkt der Sportplatz da ist, können die Kinder mit dem Fahrrad oder eigenständig zum Training, was natürlich eine Ersparnis ist von der Zeit her für die Eltern. Wiederum das gleiche gilt auch für den Supermarkt, da können die Kinder einkaufen gehen, wenn der Supermarkt direkt in der Stadt ist. Natürlich ist es in der Regel wieder mit einem höheren Preis verbunden, wie jetzt in einem Kaff, aber ja, hat auch natürlich dann auch wiederum Vorteile. So, nochmal ganz kurz zusammengefasst, die Mikrolage ist immer abhängig als von der Zielgruppe. Du findest in der Regel eigentlich immer einen Mieter, wenn die Lage nicht komplett richtig scheiße ist. Und man kann sich halt schon ein bisschen vorher drüber im Klaren sein, für wen das denn interessant ist, wenn man die Punkte abklopft und sich ein bisschen dafür interessiert, was so im Umkreis der Immobilie ist, so im Näheren. Und ja, wenn du irgendwelche Fragen dazu dem Thema hast, dann schick mir einfach eine Nachricht oder schreib es in die Kommentare, dann beantworte ich das Ganze. Bis zum nächsten Video.